So, meine Liebe, heute geht's weiter im zweiten Teil von dem Windeleinlagen-Video. Ich habe es ja das letzte Mal getrennt und heute geht's eben mit den nicht saugenden Einlagen weiter. Beim letzten Mal ging es also rund um die saugenden Einlagen. Heute geht es um den Rest. Machen wir mal weiter, wird wahrscheinlich nicht so lange werden. Was natürlich auch oft nachgefragt wird, das sind sogenannte Trockeneinlagen. Stay-Dry-Liner oder Trockenhalteinlagen halt. Da gibt es ganz bekannte, die sind eben aus Mikrofaservlies. Deren Sinn und Zweck ist wirklich nur, die Haut vom Kind trockener zu halten. Denn wie ich ja schon das letzte Mal gesagt habe, Mikrofaser selber saugt nicht auf. Entweder sie speichert es zwischen den Fasern ein, die Flüssigkeit, oder aber sie leitet es einfach nur an darunterliegende saugende Einlagen aus zum Beispiel Baumwolle dann weiter. Dann ist die obere Schicht nicht so nass und unten kann sich die Flüssigkeit gut verteilen auf der Naturfasereinlage dann. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Strukturen auch. Hier ist zum Beispiel, ja, wie so eine Art Frotte oder so ein Teddyplüsch ist das schon eher fast. Es gibt aber auch welche, die sind sehr viel glatter, entweder ganz glatt auf der einen Seite oder sie haben eine gewisse Struktur. Das ist zum Beispiel eine Einlage von Popolini, die hat eine glatte und eine strukturierte Einseite. Ähnliche gibt es auch von Imsewimse. Die haben wirklich nur den Sinn und Zweck, dass sie die Haut des Babys trockener halten. Und warum? Es gibt Kinder, die vertragen das mit der Feuchtigkeit nicht so an ihrer Haut. Die reagieren dann mit Hautrötungen und dann kann man probieren, ob sie halt, wenn man ein solches Trockenmaterial verwendet, ob die Haut sich dann bessert. Es gibt aber auch Kinder, das muss ich auch sagen, die das überhaupt nicht vertragen. Das heißt, solltest du so etwas einfach schon mal prophylaktisch verwenden und dein Kind hat Hautrötungen, lass das mal weg. Leg's mal zur Seite. Es könnte gut sein, dass es dann schon weiterhilft. Manche sagen auch, ja, das verfestigt dann auch so ein bisschen den Muttermilchstuhl. Das kann ich mir dann schon ganz gut vorstellen, aber meistens ist das wirklich nur, um die Haut halt trockener zu halten. So, das sind jetzt also die Alternativen aus Mikrofaser, aus Kunstfaser. Es gibt dann eben auch noch die Möglichkeit, dass du eine Wolleinlage nimmst. Da gibt es auch unterschiedliche mittlerweile. Das hier ist jetzt so eine ganz einfache, kraus gestrickte, zweilagige Windeleinlage aus Schurwolle. Und wenn du sie halt nicht mit Lanolin oder also mit einer Wollkur behandelst, dann kannst du sie direkt an die Haut des Kindes legen. Die, wie gesagt, die Wolleinlagen legst du auch direkt an die Haut des Kindes und auch sie haben dann eben die Funktion, die Haut des Kindes einfach trockener zu halten. Und oft sind diese Wolleinlagen dann die Alternative für die Kinder, die einerseits zwar nicht die Nässe so gut vertragen, andererseits aber auch das Polyester dann nicht vertragen. Anderer Trick, du fettest sie und kannst damit dann deine Wollüberhose, wenn sie zu dünn oder zu alt ist, kannst du sie dann nochmal aufpeppen. Aber dann legst du diese Wolleinlage direkt auf die Wollüberhose drauf und dann kommt erst der ganze Turm aus Stoffwindel und Saugeinlagen. Ja? Also dann liegt sie zwischen Stoffwindel und der Wollüberhose und verstärkt einfach die Saugkraft und dann muss sie auch regelmäßig gefettet werden, mit einer Wollkur behandelt werden. Es gibt übrigens auch Wolleinlagen, die sind dünner als diese hier. Die haben wir dann auch im Shop von Glückswindel zum Beispiel oder auch von Anabi. Dann gibt es noch besondere Einlagen. Das sind die sogenannten Seideneinlagen. Die sind aus Burettseide. Das ist eine unbehandelte Seide auch. Und die sehen ja auch nie so aus, wie man sich klassischerweise Seide vorstellt. Nämlich so schön schimmernd glänzend. Burettseide hat immer so eine relativ raue Struktur. Da ist halt noch etwas von diesem Stoffen drin, die die Seidenraupen dann eben beim Erstellen von ihrem Seidenfaden produzieren. Und das Ganze hat dann eine, so eine lindernde Wirkung einfach auf die Haut. Also wenn dein Kind mit Hautrötungen reagiert, benutz öfter mal diese Seideneinlagen. Du musst sie aber halt mit der Hand auswaschen. Die kannst du nicht in der normalen Maschinenwäsche dann waschen. Da brauchst du ein paar Stück dann davon. Und
benutzt das, also kannst du ausprobieren, ob das bei deinem Kind dann eben hilft. Die werden auch nicht generell genommen, sondern wirklich nur bei Bedarf, wenn die Haut gerötet ist. So, und zum Schluss jetzt nochmal das Windelvlies. Das ist ja ein Einwegvlies, das sind Einwegeinlagen. Da habe ich ja auch schon mal ein komplettes Video nur über Windelvlies gemacht. Das wird auch, das liegt auch direkt an der Haut des Kindes, das ist ja ganz klar. Denn das Windelvlies hat einzig und allein die Aufgabe, den Stuhl aufzufangen, sodass du das komplett mit dem Kaka eben im Müll entsorgst, nicht über der Toilette, im Mülleimer. Das ist der Sinn und Zweck von diesen Wegwerfeinlagen. Die sind ganz dünn. So, ich denke, ich habe jetzt alles abgedeckt. Im ersten Video ging es über die Saugeinlagen. Hier ging es jetzt über die speziellen Einlagen, wie Trockeneinlagen aus Kunstfaser, aus Wolle oder eben die Seideneinlagen bei geröteter Haut. Und eben mal ganz kurz nur das Windelvlies noch angesprochen, denn dazu gibt es schon ein eigenes Video. Wenn wir uns jetzt also noch mal ganz komplett eine Windel anschauen, wie könnte das jetzt aussehen, so ein Aufbau? Dann hast du also eine Stoffwindel, ganz normal. Dein Kind pieselt total viel und du beschließt, noch eine Hanfeinlage zu verwenden. Dann kannst du dich jetzt entscheiden, diese Hanfeinlage kommt auf die Saugfläche von meiner Windel, aber dann brauchst du ja noch etwas Schnellsaugendes und nimmst eine kleine Frotteeinlage. Und jetzt möchtest du noch deinem Kind irgendwie die Haut etwas trockener halten und du nimmst eine Mikrofasereinlage. Dann kommt jetzt hier das Windelvlies drauf. Das ist für das Kaka, das kannst du dann wegschmeißen. Wenn du kein Windelvlies verwendest, Trockenvlies verwendest, kannst du es ja auch relativ gut ausschütteln und dann kommt das in die Wäsche. Du könntest es aber auch so machen, dass du sagst, du nimmst die Saugwindel, die Hanfeinlage kommt nach außen und jetzt nimmst du keine Trockeneinlage, sondern nur ein Windelvlies. Das kommt hier oben drauf und dann wird die Windel geschlossen und jetzt kommt hier die Überhose noch drüber. So sieht dann also zum Beispiel ein Paket aus. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Unklarheiten soweit beseitigt. Und wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich versuche das so schnell wie möglich, aber es gelingt mir nicht jeden Tag zu beantworten und schalte das dann frei. Und ich hoffe, ihr habt jetzt wieder was gelernt, kennt euch wieder besser aus bei den Stoffwindeln. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, macht es gut, bis dann, tschüss.